Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf Twitch und auch auf YouTube. Wir spielen heute ein Let's Play Borderlands The Pre-Sequel zusammen mit dem Storm. Grüßt euch, Leute. Ja, wir sind hier noch in dem Bereich, wo die Level 25, 26 Gegner sind, wo wir auf jeden Fall mies auf die Fresse kriegen, wir nicht mal die Waffen tragen können, die hier spawnen. Ja, wir haben halt noch keine wirkliche Alternative, das heißt, wir müssen hier erstmal durch. Versuchen uns hier durchzuschlagen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir das hinkriegen, aber... Ja, wir probieren unser Bestes. Mal in Richtung Mission hier. Sind auf jeden Fall harte Kämpfer. Und dann gibt es hier solche Viecher, die irgendwie aufsteigen können und die gehen halt, rasten halt richtig aus. Bis zum Level-Up wird es noch ein bisschen dauern, ne? Da die Sabertussi jetzt tot ist, schicke ich dir noch ein paar Loader. Der Moonshot zeigt genau auf dich. Pass auf, dass du nicht genau unter einer Lieferung stehst. Das wäre nicht so gut. Warum kämpfen diese Arschlöcher noch? Der Anführerin ist tot. Wieso entspannen die sich nicht? Relaxen sie die Sehenswürdigkeiten an. Ach, egal. Bald haben wir sie ausgelöscht. Das wird ein Anblick. Oh, hoppla. Wieder auf Sendung. Oh, neben dir. Der nervt so krass. Da die Geschütztürme. Trink nicht das Wasser dort und lass dich nicht von Kropfzeug killen. Die Reihenfolge ist egal. Ja, ich glaube, das war alles. Ist ja ein Wurmloch-Generator. Ja. Ich denke auch übelst weit, ne? Ja, in der Luft hat er mich erwischt. Ich schaff's mich selbst zu retten, wenn der nicht weggeht. Jetzt bin ich down. Oh Gott, da komme ich nie im Leben hin. Warum bist du schon wieder so weit vorne? Ich bin auch down. Ich konnte mich aber retten. Okay, wen von euch? Shit, keine Muni mehr. Danke dir. Sag mal weg hier, Alter. Hier ist ein Geschütz, Mann! Scheißteil, ey. Die machen voll Schaden, diese Geschütze. Von rechts hat er sich angesneakt, ey. Und du bist. Wo hast du den Schild her, Mädchen? Es gibt noch Arbeit. Für so ein aufgestiegener Bastard. Nee, der hat gerade mir richtig schön Feldgeschütz vor die Nase geschmissen. Pass auf, so ein fliegender Freak. Geh hier weg, du Lump. Ich treffe den aber auch nicht, ne? Dieser weiße Wichser. Boah, ihr habt sie auf die Mappe. Tag 38. Meine gesamte Einheit zeigt einen deutlichen violetten Hautausschlag. Außerdem hat die meisten eine seltsame Ruhe überkommen. Morgen führe ich ein Team in den Schacht, um die Quelle dieser seltsamen Dünste aufzuspüren, die wir atmen. Ja, hier geht's schon weiter. Jo. Die sollen sich ficken mit ihrem Aufsteige, ey. Das toleriere ich nicht. Wieso bin ich jetzt auf den Desktop geflogen? Wieso passiert denn das? Alter, Schuss über uns, pass auf! In dir! Boah. Kann denn das hier gedroppt werden? Das trifft aber auch immer, ne? Ja, Mann. Geht echt langsam die Mund aus. Das ist schon shit. Kommt keine Kugel durch. Nee.
Oder gib mir eine Birne, du Knecht. Hey, da sind das harte Kämpfe hier. Oh, ist auch keine Muni mit Mischung. Mir ist auch was alles leer. Ein Automat wäre nicht schlecht. Der letzten 12 Schuss. Boah, es geht da hinten ab. Keine Ahnung. Knallt. Bin der schon wieder hier? Seine Rumfliegerei. So, oh, freundliche Gunloader. Meine Sniper macht einfach gar keinen Schaden. Ey, die sind auch so schnell, diese mit den Jetpacks. Ja, Mann. Und dann kann er mich auch noch vergiften, ey. Das rafft einfach mal 2000 HP oder so weg. Dann hat es gesprochen. Jetzt verstehe ich. Es hat uns tief hinab in eine Art Kammer geführt. Ihr Inhalt war so null Munition. Null. Aber so viel mehr. Nur mit der einen Waffe hier. Ich sah. Oh Gott. Das Wissen, das sie enthält, ist zu gewaltig. Vor menschlichem Zugriff zu schützen, ist das Einzige, das zählt. Ja, der wird aufsteigen, wenn ich killt. Oben, auf der Brücke. Muss nicht mehr. Noch einer. Lebt der noch? Nope. Hier ist eine Munitionskiste für dich. Oh nö, jetzt echt jetzt? Und das ohne Moon? Was ist denn das für ein Ding? Sieht böse aus. Und beweglich. War da was für ein Raketenwerfer dabei? Seit Ewigkeiten oh keine Moon. Oh Gott, dazu noch so ein aufsteigender Huso. Ich muss hier erstmal weg. Jetzt gehe ich down. Erstmal taktischer Rückzug. Können das spawnen? Ich glaube, wir müssen unser. Ah, wir müssen unser Feuer auf die alte hier. Wachtgespenst. Feuergespenst. Junge, 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 Junge. Wieso finde ich denn eigentlich nie Muni für meinen Raketenwerfer? Hier links unten sind noch zwei Munitionskisten, falls du brauchst. Ich habe erstmal ein bisschen gefunden. Boah, es geht nicht ab. Was denn aufsteigen, ja? Boah, auf so engen Raum. Hast du Granaten? Nee, leider nicht. Hau ab! Außen links unten waren noch zwei Kisten. Munitionskisten. Unsere ja, hier sind auch noch zwei. Die Wache wurde heute von Eindringlingen gestört. Ein Hyperion-Erkundungstrupp auf der Suche nach einer Kammer. Ja, haben wir nicht Sarpedon. Sind erst ein paar Schnüffler da, ist die große Messe nicht weit. Das haben wir nicht diese Sarpedon getötet? Sicher. Ja, haben wir auch. Weil die gerade zu uns spricht. Echo. John, Sie sind raus. Und diesmal steht der Vorstand hinter Ihnen. Sie sind entlassen. Noch ein Wort und Sie sterben einen langsamen Tod. Hinter dir! Das waren drei Worte. Kommen denn hier auf einmal her? Aus der Tür. Aua! Hä? Lol. Der hat dich abgemurkst. Das geht?
Na, zum Glück war das Spawning gleich hier, ey. Wie, der kann mich einfach abmuxen? Ich weiß nicht, was passiert ist. Das bedeutet, wow, dass unten was echt Geiles auf mich wartet. Hier ist noch was. Ich sehe noch einen roten Punkt. Der ist außen. Über dir. Nee, der ist irgendwie außen. Ja, hier, über uns. Ja. Ja. Ja, da soll er bleiben. Freaked. Oh, noch so einer. Der nervt halt, ne? Der flattert immer da draußen rum. Wir haben schon verloren. Yep, du gehst in die richtige Richtung. Im Grunde immer auf das verdammt große lila Loch zu. Willst du die Munition hier? Ja, geht gerade. Nur Mund für Raketenwerfer wäre nice. Ich glaub, bin ich. Tja, bis du rumspielst. Ich glaube, gleich sind wir an irgendeinem Point, wo es richtig Ärger gibt. Ich bin immer noch nicht Level ab. Aber fast. Oh Junge. Oh Junge. Oh Unge. Sehr gut. Jetzt zieh nach, wo dich das hinführt. Verletzter Soldat. Hier gibt's wenigstens Automaten. Jack langsam böse. Gut gemacht. Sorry. Sieht aus, als wäre das da der Eingang. Ich glaube, jetzt sollten wir uns hier nochmal gut ausstatten. Willkommen in meinem Bescheidenen. Ich brauche ein paar Raketen. Hohe Qualität, niedrige Preise und wo können wir eigentlich diese verdammten Mondsteine ausgeben und gegen Upgrades eintauschen für mehr Mond? Schon wieder dämische Stadt. Ja, wollen wir da nicht nochmal kurz hin? Und so komischen Mondsteine. Ja, den Boss hier, Alter, ich habe so viele von den Mondsteinen. Ich befürchte, wir sind schon fast beim Endkampf. Können wir hier reisen? Ja. Oder? Nee, ist kein Reiseterminal. Ich glaube, wir sind schon fast am Endkampf. Kann man sich vorstellen, dass hier noch viel Content kam. Bei Borderlands 2 waren wir auch bei dem Level am Ende. Das ist besser als sogar. Na, guck mal, das ist hier auf jeden Fall eine Arena. Guck doch mal. Ja. Ich würde da lieber noch mal kurz zurückgehen. Ich muss aber kurz in die Stadt, aber lass mir schnell diesen einen Schild hier kaufen. Ah ne, ich habe einen besseren Inventar. Für Level 24, okay. Ja, ich auch. Ich kann ihn noch nicht anziehen. Ich bin kurz vor Level 24. Vielleicht können wir noch mal zurück und Pagina killen. Ja, können wir gerne machen. Mir fehlt noch so ein Dreiviertel Balken. Mir fehlt nur noch ein Gegner. Aber kommen die denn jetzt gespawnt? Ja, wir müssen voll weit zurücklaufen zu dem scheiß Teleport-Ding, ne? Echt? Na, hast du irgendwo ein schnelles Reiseterminal gesehen? Stimmt, du hast recht. Ja, das ist voll berufsvoll gegen die. Lass hier runter. Komm mal hier raus. Ich glaub nicht. Sind halt hier alles nur so eine Speicherpunkte. In denen kann man nicht reisen. Und jetzt kommen keine Gegner mehr, verarschen. Ja, weil die schon alle gekillt haben. Warte mal, hier oben haben wir noch nicht, oder? Hier rechts. Guck mal, hier unten gibt's auch so einen Müllton unter der Treppe. Hier sind Gegner. Müll.
Er trifft im vollen Lauf, Alter. Yeah, level up. Greets. Na, kriegen wir noch ein paar? Ich hab schon die Hälfte. Oh ja, das hört sich gut an. Mann, der ist hinter einer Kiste und jetzt steigt der Bastard auf. Das war so klar, ey. Was willst du denn, du dämlicher Typ? Kann ich hier meine Luft auftanken? Keine Luft mehr. Ja. Hier gibt's ein O2-Kit. Oh, das Gute war die Quelle. Oh komm, jetzt brauche ich auch nur noch so drei Gegner, bin ich Level ab. Gesundheit. Oh, wir müssen auf jeden Fall mal zurück in die Stadt. Ich bin total verskillt, merke ich gerade. Ich habe ja mich niemals durch eine Skills zurückgesetzt. Ich habe einfach mal wahllos geklickt. Hm. Wie kommen wir denn zurück zur Stadt? Und so ein Schnellreiser. Ja, das ist ganz am Eingang, da müssen wir hin. Das soll eine Herausforderung gewesen sein. Oh, oh. Oh, krass, er wieder mich tot gesnipert hat. Danke. Nein. Oh Mann. Stirb. 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 Mann, noch ein Gegner. Dann level up. Yes, baby. Der ballert hier auf mich rum. Wo ist der Schnellreiser? Willst du die Waffe hier haben, die ich gerade die ganze Zeit hatte? Ich habe eine andere gefunden. Jo, nehme ich. Das ist die Moxie-Waffe oder was? Nee. Das ist die, die gerade immer so Schaden gemacht hat. Ja. Wir müssen da oben hin. Zum Eingang zurück. Ich bin hier nur lang gegangen, damit du noch leveln kannst. Ich bin Level up, ich muss mehr leveln. Ja. Jetzt will ich auf jeden Fall mal in die Stadt. So, warte, ich zieh mal meinen besseren Schild an. Boah, krass. Sehen wir uns das mal an. Ich hab nur noch so wenig HP, ey. Jetzt hab ich auch wieder tausender Schild. Fühlt sich gleich viel besser an. Boah, was ist denn hier, Alter, hinter uns? Und schon fühlt man sich gar nicht mehr so low-boppig an. Wirklich, dieser eine Level macht ganz schön Unterschied. Und dass wir jetzt halt auch die Waffen, die wir hier finden, tragen können. Ich gebe meinen Mondschein auf jeden Fall dafür aus, dass ich mehr Mond tragen kann. Wasser!
Wir müssen noch dieses Jump-Pad da hinten. Nein. Oh, schwach. Mann, wieso stark hier stehen hier? Das ist denn der scheiß Ausgang? Oh, guck mal, hier ist eine Quest anzunehmen von der Don. Ich will jetzt keine Quest annehmen. Wir müssen da hinten links lang. Tja, ich war ja so im Rumhängen, hab ein bisschen Snicket gespielt, ja. Dieses sinnfreie Spiel, das jetzt gerade so ist. Und da hab ich meinen Ball darüber geschlagen. Du hast wohl nicht zufällig Lust, ihn zu holen. Ich würde selbst machen. Später. Erstmal zur Stadt. Ja, wenn das schnell geht, dann holen wir das. Hier ist wieder so ein Ding, das man anschießen kann, wo man weiter fliegt. Auf zu quatschen und sag mir, wo der scheiß Ball ist. Boah. Einsame Spitze, wie du das machst. Hier sind zwei von uns für 184 rauf, runter im 40. rüber und über. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, aber mach einfach weiter so. Junge, wie weit ist denn das weg? War da eine der Map, wa? Na, sehr gut. Wir sind 4 für 402 im zweiten Inning und jetzt werfen wir und sind am Schlag und liegen vorne und zurück. Wenn wir jetzt nicht nachlassen, können wir sie eindosen oder sie uns platt machen. Die mit ihrer Aufsteigerei nerven, ey. Ja, Mann. Oh Gott, das ist aufgestiegen. Hier, frisst meine Crits. Alter, 6 HP hab ich noch. Das war's. Natürlich steigst du auf. Wir haben übrigens ein Zeitlimit bei der Mission, ne? Lebt mal wieder. Und dann schnell weiter. Oder das Ding finden. Hast du hier direkt vor unserer Nase? Wo ist das Ding? Find's nicht. Oder? Siehst du's? Nope. Auch nicht. Waffenkiste! Oh, ja, kümmere dich bitte erstmal um die Mission. Wir müssen ein scheiß Teil finden. Wo ist der? Ich hab ihn, glaube ich. Ja. Das gut. Ist der, das rote Ding da! Das ist der Snickerball! Bring es doch zurück. Zu mir, dann könnt ihr einen Teil gewinnen. 22 bei 7.3 Wir haben keinen Jahr, warte. Guck mal auf die Mission. Kann er nochmal wiederkommen? Das Problem ist, die Löcher sind die linksarmigen Fingerspinnern schon mal sehr. Das bleibt spannend bis zuletzt. Game over ist erst der Baustoff ist gleich alle sich fort. Oh Mann auch. Guck mal, hier ist ein Quell hinter dir. Ja, hier ist ein Dings. Ich renne erstmal an den Gegnern vorbei. Oh. Einfach gesagt, das getan, ich bin tot. Du musst hierher kommen, nicht stehen bleiben. Die machen oh Überschaden Gott. Mit ihren Lasern. Shit, ey, Mann, Miro. Die sind viel zu weit weg, dass ich die killen kann. Egal, das brauchen wir doch zurück. Ja, dann ist die Mission abgebrochen, wenn wir beide sterben. Ja, natürlich. Ja, ich hab ihn. Okay, du bist zurückgespawnt, oder? Ich weiß nicht, ich bin noch am Wiederbeleben. Nein, ich bin also irgendwo okay, mitten in der Basis. Ich Chance vorzukommen. Hier ist alles voller Gegner. Du musst da hinlaufen. Lauf einfach. Boah, die ballern auf mich. Hier ist alles voller Gegner und ich bin ganz alleine. Renn einfach zu dem scheiß Ding dahin. Dreh dich nicht um. So. Komm hier nicht raus, weil hier alles voller Gegner ist. Wieso spawn ich denn da, Alter? Was soll denn der Scheiß? Wieso ist hier wieder alles voller Gegner? Okay, ich hab's geschafft, glaube ich. Glaube ich oder hast du es? Ja, ich bin da. Und ich hab endlich mein Century geschafft, was auch immer das sein soll. Und wir haben entweder gewonnen, verloren oder unentschieden gespielt. Oder Remi, außerdem backen 30. Ja, ich geh wieder down. Alter! Könnt ihr euch mal alle ficken, ey? Was ist denn hier heute los? Damit's gar keiner mehr versteht, dann ist es perfekt. Als Zeichen meiner Hochachtung ernenne ich dich hiermit zum Mitglied in meinem Snicket Club. So, ich komme jetzt erstmal wieder zurück, weil wir wollten ja eigentlich raus. Aber jetzt alles voller Gegner. Ja, warte, ich versuche hier so Dinge zu finden, wo du spawnen kannst.
Da spawn ich ja dann nicht dran. Der hat gesessen. Ein Glück, dass du einen Tiefschutz trägst. Schlimmste Sniper überhaupt hier, das Ding verreißt nur. Kommen wir denn jetzt hier mal raus, ey? Und du sagst noch, die Gegner spawnen hier nicht wieder, hier ist alles voll, ey. Ich hab gesagt. So, du kannst dich sterben lassen, sonst brauchst du bei mir. Glaub ich nicht. Doch, ich hab so ein Ding gefunden. Ey! Ich kann nicht, ich kann mich immer sterben lassen. Ich muss kämpfen. Lass dich sterben. Nein, ich will kämpfen. Hier sind viele Gegner. XP. Ey, jetzt hüpft doch nicht hier die ganze Zeit rum wie so ein Kanickel, ey. Ich akzeptiere das nicht, dass ich sterbe. Diese Ingenieure sind wirklich das Schlimmste. Die spawnen Granaten, Schilde und alles hintereinander ohne Pause. Diese scheiß Feldgeschütze, ey. Alter, das ist ein Arschloch? Ich krieg den nicht down. Das ist ein ganz normaler scheiß Ingenieur. Völlig kranker Scheiß. Meine Fresse, ey. Und ich komme jetzt zu dir, wenn ich hier Moon eingesammelt habe. Jo. Komme ich da überhaupt zu dir? Muss auf so einen Spot nach oben springen. Jetzt schon alles voller Gegner. Boah, jetzt spawnen die alle nach und nach. Oh Gott, hier ist ein Badass. Alter, was für eine Attacke hast du denn gerade so viel Schaden gemacht? Mit meinem Diskus. Wir müssen hier nach hinten. Ja, weil wir sind Gegner. Ja, okay. Ja, brauchen XP. Der Endkampf wird nicht einfacher. Wir sind immer noch ziemlich low. Na, oh, shit. Hier oben alle auf der Brücke. Scheiße, keine Sniper-Muni mehr. Ich das hasse. Los, Baby, gib mir Sniper-Muni. Oh nein, schade. Alter, die hielten sich gegenseitig. Doch gut für uns. So, gut, wenn die sich gegenseitig hielten. Ich hab verstanden, killen. Achso, nee, hier. Aua. Boah! Ich
bin. Mein Lifebalken ist sofort runtergegangen. Special Item, Mann? Ich glaube, ich hatte keinen Sauerstoff mehr. Und dadurch geht man dann sofort down. Ach so. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt gespawnt? Direkt dahinter, alles gut. Auf und zurück in den Kampf, Soldat! 600. Sniper-Modi. Boah, ein Aufsteigender, wo kommst du denn her? Ich habe hier eine Mod, mit der wir 20% mehr Waffenschaden machen. Gefunden. Krass. Aufnehmen. Also soll ich das tauschen gegen Feuerrate und Magazingröße? Ja. Sicher? Wir testen kann ich nicht anlegen, ist für eine andere Klasse. Welche? Lawbringer. Ne, das bin ich nicht. Ich auch nicht. Haben wir alle? Nö, da hätten sie noch welche. Wie die da schon wieder sind. Junge, du springst auch voll rein, Alter. Ich habe auch immer meinen Diskus an. Bin ich schon verwundbar. In der Front. Oh, Waffenkiste. Bin schon wieder auf dem halben Weg zu Level 25. Oh, dicker Raketenwerfer. Dick as fuck. Nehm ich. Muss ich irgendwas droppen? Was droppe ich denn? Oh, ich habe wieder so viele Missionswaffen, ey. Fuck. Ich glaube, die zählen nicht zum Inventar. Ach so. Boah, jetzt sollten wir echt mal langsam zum Ausgang. Wir sind völlig falsch, wir müssen irgendwo nach links. Na hier, da holt er gerade nach aus. Links. Was bin ich denn überhaupt gerade? Völlig falsch, sag ich da gerade. Ach so. Ich sehe schon, wir sind wieder am Folgenlimit. Heißt, auf dem Weg zum Ausgang müssen wir aber die Folge leider beenden. Ich glaube nicht auf die Uhr geschaut. Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zurück zur Stadt. Wir wollen uns unseren Mondstein ausgeben und stetzen uns dabei hier noch durch in Hoffnung, ein bisschen Level machen zu können, bevor wir vermutlich zum Endkampf übergehen. Dann ja, bis hierher erstmal vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Schönen Abend euch. Haut rein. Ciao, ciao.